Im Reich der Pflanzen starten wir heute mit der Maranthe hier. Ja, hat sich gut entwickelt, muss ich sagen. Hat auch tatsächlich einen Blütentrieb ausgebildet. Ist wunderschön. Tatsächlich ist die Ausfärbung der Blätter umso kräftiger, umso mehr Licht sie bekommt. Allerdings direkte Sonne würde ich sie nicht unbedingt stellen. Es sei denn, man hat jetzt eine durchsichtige Gardine davor oder so eine weiße, dann könnte man das auch machen. Aber ansonsten wäre ich da doch ein bisschen vorsichtig. Hat eine wunderschöne Blattzeichnung. Wir haben hier noch eine davon. Die hängt an der Wand. Die zeige ich euch gleich mal zum Vergleich, denn die bekommt relativ wenig Licht. Ja, sie blüht, wie gesagt, und von daher auch schon mal schick anzusehen mit der Maranta. Wir kommen gleich auch noch zur Calathea, aber zunächst mal zeige ich euch, die an der Wand hängt. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Hier hängt sie, die Calathea. Ich blende das jetzt mal ein. Ich habe vorab schon mal einen kleinen Clip gedreht, dass man sehen kann, wie das aussieht. Anfangs hatten die Blätter noch Zeichnung. Und die ganz neuen Blätter, die sind alle tatsächlich grün. Da ist überhaupt keine Zeichnung mehr drin. Ja, so kann sich das entwickeln, wenn relativ wenig Licht gegeben ist, ne? So ist das. Also gut mit Licht versorgen und dann hast du wunderschöne Blätter. Wir haben hier Mikro 7 von 800, pH-Wert ist 6,5. Das ist soweit okay, also da gibt es nichts zu meckern. Läuft schon lange Zeit so, also ich habe noch nie durchgespült oder dergleichen. Aber in dem Zuge werde ich das gleich auch einmal machen, wenn wir sie hier stehen haben. Zwischendurch machen wir das einfach mal. So, das zu dem Maranta. Also das läuft richtig gut, muss ich sagen. Coole Sache. So, Calathea. Calathea, Calathea, Calathea. Ich habe gemessen, ich habe hier eine stehen, eine große. Die hat immer knusprige Blätter, also im Rand. Ich zeige es gleich auch mal. Ja, hier ist der pH-Wert bei 7 und Mikro 7-Wert bei 1200 ungefähr. Ja, der pH-Wert ist zu hoch. Also, Sie mögen schon niedrige pH-Werte und da müssen wir mal gucken, wie wir das dann jetzt hinbekommen. Gezielter dementsprechend, ne? Denn im Verschnitt, wie wir sehen, bleibt der pH-Wert im neutralen Bereich, so wie wir das handhaben. Ich gieße die Pflanze auch in der Regel bei 500 Mikrosiemens, also nicht bei 1000. Und von daher sieht das aus, wie das jetzt aussieht. Und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich das anders hinbekomme, dass wir einen niedrigeren pH-Wert bekommen. Eigentlich ganz einfach, ne? Leitungswasser weglassen. Das werden wir dann jetzt auch machen demnächst bei den Calatheas. Ich hoffe, dass ich das gezielt hinbekomme. Ja, manchmal vergesse ich das auch, ne? Aber okay, dass wir da auf jeden Fall einen neuen Weg einschlagen, damit die Schätzchen dann dementsprechend ja, ordentlich wachsen können. Kommen wir jetzt zur nächsten Calathea, das ist die Triostar. Hier ist es ähnlich, ja, man sieht es hier schon. Sind immer mal wieder Blätter, wo halt so braune Stellen drin sind. Die nimmt das einmal nicht ganz so übel. Wenn man jetzt so einfach mal hinguckt, ist alles okay, sieht gut aus, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man es dann doch. Und von daher müssen wir auch hier mal checken, was Sache ist. Das Schätzchen ist allerdings mächtig kräftig gewachsen. Das war damals der Ableger von der großen. Also ist schon heftig. Das ist so zugewachsen, da komme ich mit der Gießkanne bald gar nicht mehr rein. Ich gieße sonst immer in den Untersetzer rein. Hier sind noch einige alte knusprige Blätter. Ich gieße einfach mal durch hier mit der 500er Variante, um mal zu gucken, was wir da gleich rausbekommen in etwa. So, Wasser kommt schon. Ich muss einen Moment warten. In dem Zuge kann ich gleich auch mal die alten Blätter abnehmen. Ey, ist alles so voll, ey. Die alten Blätter gleich abnehmen. Die muss ich abschneiden. Abreißen kann ich die nicht. Okay, ich lasse das ein paar Minuten stehen hier und werde das dann checken, was Sache ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, auch noch mit einer Alocasia, die in einem Wasserpott steht. Da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. pH-Wert ist 6,4, Mikrosiemenswert 1400. Das dürfte fast okay sein. Warum bin ich jetzt ein bisschen verwundert? Weil ich die Schätzchen öfters mal mit Leitungswasser gegossen habe. Steht nämlich im Badezimmer. Und das verwundert mich jetzt ganz einfach. Aber jetzt wird es wahrscheinlich auch hier sein, ist das Verhältnis Pflanze zum Substrat, ne? Umso mehr Pflanze da ist, umso mehr Wurzeln da sind, umso weniger Substrat, umso eher scheint es dann so zu funktionieren auch tatsächlich. Der andere Topf vorhin war relativ groß. Gut, wir haben große Blätter zwar gehabt, aber wenig Wurzeln drin. Also die Pflanze ist auch sehr wackelig, steht die drin. Von daher ist das Volumen des Substrates auch wesentlich größer und dementsprechend hält sich dort der pH-Wert dann auch besser, weil sie auch nicht so viel Wasser verbraucht. Dann, ne? Das hält sich auch länger drin und so weiter und so fort. Ja, okay, da bin ich aber jetzt echt verwundert, muss ich sagen. Das habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Aber okay, tja, so ist das, ne? Das heißt, mal gucken, dass wir einen pH-Wert auf 5,5 kriegen ungefähr. Versuchen. Aber das Problem ist dann eben auch wieder, man muss auch nachmessen dann, ne? Ob das dann wirklich so gegeben ist. Aber wie gesagt, abhängig von dem Volumen des Substrates und der Pflanze im Verhältnis zueinander kann das komplett unterschiedlich sein. So, ich gehe jetzt Mittagessen und mache mir mal in Ruhe Gedanken,
wie wir da noch vorgehen könnten, ja, machen wir gleich. Oder besser jetzt. Es geht weiter, gesättigt. So, dann machen wir das jetzt einmal kurz gemeinsam und ich verinnerliche mir das, dass ich die Calatheas dann dementsprechend jetzt so behandeln werde demnächst. Kann sich natürlich noch abwandeln. Also ich werde es des Öfteren dann auch kontrollieren, wie es aussieht. So, wir nehmen reines Wasser, bei uns Osmosewasser, kannst auch entmineralisiertes Wasser bzw. destilliertes Wasser nehmen. Und das düngen wir jetzt auf. Wir packen jetzt kein Leitungswasser rein. Ich nehme jetzt erstmal 1 Milliliter. Ich muss gucken, ob das dann ungefähr so passt. Wenn nicht, mache ich gleich noch ein bisschen mehr rein. Ja, also ist schon, ich meine, sie sieht gut aus. Wollen wir nicht meckern, ne? Bisher hat das ganz gut funktioniert. Wenn hier und da mal ein braunes Blatt bei wegkommt, ist auch nicht so schlimm. Das sind übrigens die ganzen Blätter, die ich daraus abgepflückt habe jetzt. So, was haben wir jetzt an Mikrosiemenswert? Dass wir das wenigstens wissen. Ich werde den Kandidaten jetzt auch nicht durchspülen oder so, sondern ich werde ihn tatsächlich dann auf die Art und Weise gießen. So, bei 410 Mikrosiemens. Oh, ein bisschen gehen wir noch bei. Das ist ein bisschen wenig, ne? Kleines bisschen gehen wir noch bei. 0,2, komm, so. Dann ist gut soweit. Tja, Calathea. Dann beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver mit euch. Bisher haben wir die anderen alle mal rangezogen. Die Alokasien und Syngonium. Ja, 530, okay. Also, damit werde ich ihn jetzt gießen. Habe ich denn jetzt eine leere Gießkanne hier überhaupt? Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. So. Sonst kriege ich das Wasser nicht da rein, ne? Ist so. Ach, ist das ein herrlicher Tag heute. Gestern waren wir in Detmold gewesen. Im Freilichtmuseum. Aber zwar viel Rennerei und viel Gucken, viele Eindrücke. Aber ja, das war mal ganz schön zu sehen, wie die Menschen früher gewohnt haben. Ne? Da gibt es auch so ein Dorf, Paderborn. Dann gibt es noch Sauerlanddorf, weil da haben wir es nicht mehr hingeschafft, das wurde uns zu spät. So, das lassen wir jetzt so, da machen wir nichts dran. Und die anderen Charaktere in dem Sinne werde ich dann genauso als behandeln oder das Ganze so handhaben. Ne? Okay, dann holen wir uns jetzt die Alokasia ran in dem Wasserglas. Was soll ich hierzu sagen? 660 Mikrosiemens, pH-Wert fast 6,3. Also der ist ein bisschen, ja, ist sogar genau jetzt 6,3. Ist ein bisschen zu hoch, der pH-Wert. Man sieht auch hier einen schönen Kalkrand tatsächlich. Wurde auch des Öfteren dann mit einem Schluck Leitungswasser reingegossen. So, gemessen habe ich da noch nie was. Das haben wir jetzt tatsächlich heute gemacht. Und das sieht jetzt, ich sag mal, nicht so doll aus. Wachstum gibt es gar nicht. Also hier ist nichts herausgewachsen. Die Spitzen sind nach wie vor da, aber es ist nichts herausgewachsen. Es kommen hier und da neue Wurzeln, das sieht soweit okay aus, ist jetzt nicht bombastisch. Der Strunk selber hier, der ist immer noch hart, richtig fest, das ist okay soweit. Ja, aber sie will einfach nicht wachsen. Will nicht. Ja, ich müsste sie entweder tiefer unter Wasser setzen, dass hier oben Wasser dran kommt, an den Knollen hier, an den Knubbeln, die sich oben aufgebildet hatten. Denn man sieht auch hier, sie schieben immer wieder mal neue Wurzeln. Ne, auch hier kann man das sehr, sehr schön sehen. Aber irgendwie, es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Ja, so ein Schätzchen steht einfach nur rum. Und mehr werde ich da auch nicht machen. Ich werde das so belassen, wie das ist und einfach weiter abwarten, ob sie vielleicht irgendwann zu Gange kommt oder nicht. Ja gut, Wasser wechseln sollten wir vielleicht dann doch einmal. Das Gefäß auch ein bisschen sauber machen. Ich sollte auch mal ein anderes Gefäß nehmen vielleicht. Wäre vielleicht auch sinnvoll. Ja, so ist das in manchen Sachen. Ne? Stehen rum und dann tut sich nichts, gar nichts. Außer ein bisschen Wurzelwachstum. Aber okay, dann haben wir das heute mal mitgenommen, wie das tatsächlich hierbei aussieht. Also hier gibt es keinen Erfolg, nichts. Das ist einfach nur oh, Stillstand, ne? Da tut sich gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, okay, dass wir das heute wenigstens mal gesehen haben. Es kann weitergehen nach einem kleinen Schläfchen. So, ich habe so ein paar Problemfälle, und zwar die Begonien. Ich habe sie auf dem Tisch stehen lassen. Also stand so ein bisschen versteckt und habe immer ab und zu was reingegossen, so mal so, und das war nicht so gut. Hier bei dem Schätzchen hatten wir hier über 1000 Mikrosiemens drin. Ich habe jetzt erstmal gespült das Ganze und dann bei 500 wieder aufgefüllt. Und das gleiche werde ich hier gleich auch machen. Das gucken wir uns ein bisschen näher an. Was passiert denn, wenn? Augenscheinlich sieht es so aus, als wenn das noch okay ist. Ist es aber nicht. Okay, aber das gucken wir gleich mal an. So, jetzt schon mal hier, was die Sache ist. Hier haben wir jetzt 3,7. Was ist das hier für eine Pflanze? Jawohl, das ist eine Orchidee, ein Frauenschuh-Orchidee. Tatsächlich hier in der Wasserkultur auch. Und die Wurzeln sind wunderbar gewachsen. Allerdings müssen wir heute auch mal hier das Wasser wechseln, denn ich sehe keine, jetzt müssen wir mal ganz abmachen hier, ich sehe keine weiße Wurzelspitze mehr. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der Wachstumsstillstand ist bei der Wurzel. Das heißt also, hier müssen wir eingreifen und auch mal das Wasser wechseln. So, Mikrosiemenswert, gucken wir mal ganz schnell, wie das aussieht.
Ist ja ganz schön, wenn man so ein bisschen schlafen, da wieder frisch ist, ne? Das ist schon ganz schön. Aber ist trotzdem für mich gleich Feierabend. 300 Mikrosiemens, ja, das ist soweit noch okay. Also da ist nichts schief gelaufen. In dem Zuge könnte ich eigentlich... Ne, komm, machen wir gleich in einem Clip separat hier, ne? Nicht alles durcheinander machen. Also, das kommt jetzt raus hier. Hier hängt übrigens noch die alte Wurzel von damals, die abgefault war, ne, von der Mutterpflanze. Die war bis heute dato mit drin. Also es hat sich gut entwickelt, ne? Das sollte man nicht glauben, dass es mit dieser Orchidee, Orchidee tatsächlich auch im Wasser geht. So, ich baue mal kurz um hier. So, das Glas habe ich schon mal leer gemacht. Jetzt befüllen wir das Ganze wieder. Ich messe das dann mit einem Liter ab. Hier ist immer am einfachsten. So. Dann kommt der Dünger jetzt dazu. Auch hier nehmen wir den Compo Complete. Wie gewohnt, wie gehabt. Aber auch hier nicht viel. Ähnlich wie bei den Karnivoren, ne? Nicht zu viel. So, Schätzele, machen wir Tröpfchen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Tröpfchen! 9 Tröpfchen Dünger. So, die verbrauchen auch nicht viel Wasser. Aber das Schöne ist, dass die auch mit dem niedrigen pH-Wert zurechtkommen. Ne? Das ist nicht so dramatisch bei den Schätzchen hier. So, was haben wir drin? Dass wir deswegen schon mal wissen. 120. 130. 130 Mikrosiemens, das ist okay. So, dann befüllen wir das Glas wieder. Das steht ja auch schon ewig hier drin, ne? Warte mal, hier stand irgendein Datum drauf. 4.11.21. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das da gestartet haben. Voraussichtlich, ne? Sonst würde das Datum ja nicht draufstehen. So, pass mal auf, reicht das schon aus? Also ist schon interessant, was man mit manchen Pflanzen machen kann. Das mag man gar nicht glauben, aber es ist so. Das war übrigens ein altes Stück, was geblüht hatte, ne, wo ich von ausgegangen bin, dass noch nichts mehr drauf wächst oder dran wächst. Und das haben wir dann ins Wasser gestellt und tada, es ist tatsächlich ein Baby dran gewachsen. Coole Sache. So, die Wurzel auch noch mit rein. Jawohl. So. Das ist echt genial, ne? So, was machen wir jetzt als nächstes? Kurz das hier, das können wir nämlich jetzt beenden erstmal. Die Zwergblattfahne haben wir hier in reines Wasser getaucht, damit der Kalkbelag hier von den Blattstielen abgeht, der sich gebildet hatte. Und es sieht so aus, als wenn es weg ist. pH haben wir jetzt ungefähr 7,2. Jetzt guckt ja schon die Wurzel oben raus, sie ist mit rausgewachsen. 7,2 Mikrosiemens war 130. So, und dann bleibt das jetzt so wieder stehen, ne? Dann kann das Schätzchen weiter in der Wasserkultur wachsen. Dann werden wir dann kontinuierlich auch so bei 500 Mikrosiemens gießen und düngen. Wobei die Zwergblattfahne, ja doch, können wir ruhig machen. Da kommt die mit klar. Klar kommen. So, jetzt kommen wir erstmal klar hier. Und zwar mit den Schätzen hier. Das müssen wir uns nämlich unbedingt angucken. Weil hier könnte man denken, jetzt ist Feierabend. Weil das Ganze geht nämlich kaputt. Ja, ist so. Aber auch daraus kann man was lernen. So, wie machen wir das jetzt? Ich hole sie erstmal raus, würde ich sagen. Spüle die ein bisschen sauber, dass wir was sehen können. So, pH-Wert muss ich noch einpendeln hier. Das wird einen Moment dauern. So, pass auf. Wir sehen die Blätter, die sind straff. Richtig cool, ne? Aber hier im unteren Bereich ist das alles am Faulen. Das ist also schon richtig Matsche. Teilweise ist es noch hart, aber nicht mehr viel. Und hier entwickelt sich etwas dran oder hat sich etwas dran entwickelt. Und bei dem Blättchen ist es so, das ist hier in dem Bereich schon komplett durchgefault, auch hier oben tatsächlich, bedingt da, oder ja doch, aber auch hier das Blatt selber ist noch straff, ne? Ist noch straff, das ist also auch komplett, auch hier, es ist auch Matsche hier, aber nichtsdestotrotz hat sich da auch etwas dran entwickelt. Jetzt ist es so, dass die Wurzeln sehen jetzt ein bisschen dunkel aus, das kommt von den Algenbelag, aber ansonsten könnte es durchaus sein, dass hier noch was von wächst. Ich sprühe das jetzt mal ein bisschen sauber und hole uns das gleich näher dran, in dem Zuge schneide ich das auf jeden Fall schon mal ab hier. So, einmal hier und einmal hier. Ja, hier schon ganz Matsche. Wäre interessant, ne? Pass mal auf. So, den stecken wir gleich wieder ins Wasser. Spaßeshalber. Hier kann man tatsächlich sehr schön sehen, wie sich kleine Babys entwickelt haben. Ja, warum das jetzt hier in der Wasserkultur nicht klappt, weiß ich nicht. Vielleicht sind die einfach zu glasig, zu wässrig innen drin. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber hier, der ist wohl doch hingegangen. Der hängt zwar so ein kleines bisschen grün noch dran, da. Eine kleine grüne Spitze kann man noch sehen. Ja, aber das wird wohl nicht mehr funktionieren. Ja, okay, aber hier auf jeden Fall. Ne? Und in dem Zuge kommt das andere Blatt dann tatsächlich wieder ins Wasser. Okay, den müssen wir jetzt aber einpflanzen. Jetzt pflanzen wir das Schätzchen dann mal ein. Ich habe unten ein kleines Holzkohlestück drauf auf das Loch. Ne? So, ein bisschen Substrat jetzt schon mal rein. Und dann nehmen wir das Pflänzchen, auch gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Jetzt muss ich hinter der Kamera.
hinter die Kamera. So, halten wir es einfach rein hier und lassen das Substrat hier reinlaufen. Halt. Ein bisschen rum hier, einmal darum, so, ganz vorsichtig. Das soll jetzt hier nicht komplett einbuddeln hier, das wäre nicht so gut, ne? So, mal gucken, ob ich gleich was nachlegen muss. Wir werden jetzt einfach mal das Wasser reinfüllen, was wir vorhin angesetzt hatten für die Orchidee. Jetzt anfangs einfach mal. Spülen das auch kalt. Mit dem runternehmen, den wollen wir den dreckig. Spülen das auch kräftig durch hier. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob das noch funktioniert. Schön wäre es ja. Dann wollen wir mal gucken, was da falsch gelaufen ist. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Wir haben pH-Wert von 7,8 oder ist das sogar eine 9? Moment, ich hebe mal eben raus hier. Jo, 7,95. Alter Schwede. Jo, da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Der geht auf pH 8 noch weiter. Ach du dickes Ei. Ich lasse noch ein bisschen hängen. Es kann weitergehen. Hör auf, hier kommt ein Schluck Wasser rein. Reines Wasser. Und dann stellen wir das Schätzchen jetzt mal hier rein. Und mal gucken, was davon vielleicht tatsächlich noch wird. Okay, was haben wir jetzt hier? pH-Wert von 8,1 tatsächlich. Ja, krass. Richtig krass. Okay, nehmen wir so mit. So, in dem Zuge, wir hatten ja nochmal einen Steckling gemacht von der Korallenbegonie hier. Sieht recht gut aus, muss ich sagen. Und tada, sie hat ordentlich Wurzeln ausgebildet. Richtig viele Wurzeln. Sieht richtig gesund aus. Gemessen hatte ich hier Mikrosiemens. Ich weiß, ich habe es vergessen. Lol. So ist das, ne? Ich hatte gerade schon wieder ja, jemand an der Tür. 300. 300 Mikrosiemens. In dem Zuge würde ich sagen, messe ich auch den pH-Wert hier nochmal. Ach komm, das mache ich alleine. Will ich euch nicht mit aufhalten. Was wollte ich dann noch gemacht haben? So ist das, ne? Wenn du an der Tür stehst und quatschst, dann vergisst du die Hälfte hinterher wieder. Mir fällt es gleich schon noch ein. pH-Wert ist fast 7,3 interessanterweise auch. So, in dem Zuge schauen wir uns jetzt nochmal die Wurzeln an von dem Schätzchen. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Total klasse. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, manchmal läuft es auch richtig gut. Ne? Aber interessant, dass der pH-Wert so hoch ist. Voraussichtlich habe ich da zu oft Leitungswasser beigekippt. Okay. Achso, dann gucken wir uns in dem Zuge jetzt die Juwel-Orchidee an. Nicht Juwel-Orchidee, die Frauenschuh-Orchidee. Der stand jetzt im Dschungel so ein bisschen versteckt, ein bisschen dunkel auch tatsächlich. Und ich muss gleich mal gucken, wie das aussieht. Ich musste gerade Wasser reingießen, denn es war nur noch eine ganz kleine Pfütze drin. Eine klitzekleine Pfütze. Ja, so ist das manchmal, ne? Man sollte sich die Pflanzen öfter mal ranholen. Besser ist das, ne? So, wir gucken, was wir hier noch mitnehmen können gleich vielleicht. So, ich stelle ihn einfach mal hier auf den Tisch. Gegossen und gedüngt. In der Regel mit der 500er Variante tatsächlich zwischendurch und ab und zu mit reinem Wasser. Und dann wollen wir mal gucken, was das jetzt ergeben hat im Laufe der Zeit. Wo ich denn jetzt mein Mikrosiemens Messgerät, was das jetzt ergeben hat im Laufe der Zeit. Ich bin gespannt. Och, 250, okay. Siehst du wohl, ne? Hat dann soweit doch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Das Schätzchen ist neu rausgewachsen hier. Das andere die anderen beiden, die hier drin stehen, das waren die verblühten. Ihr siehst noch den Stiel im Braun, ne? Die waren verblüht gewesen. Hier hat sich ein neues Baby entwickelt. An dem Teil hier allerdings nicht oder noch nicht. Aber das ist auch der ältere Teil voraussichtlich gewesen. Das ist so, wenn die blühen manchmal, dann produzieren sie ein Kindel. Ne? Aber das Jahr danach, nicht nochmal in dem Sinne. Wobei das aber auch passieren kann. Das ist nämlich bei dem Teil, den wir im Wasser stehen haben. Da ist ja doch passiert, dass dann Kindel nochmal rausgekommen ist. Ne? So, pH-Wert ist 6,5. Ja, das ist soweit okay. Also hier gibt es nichts zu meckern. Das können wir tatsächlich auch so belassen. Das ist ganz gut, dass ich da mal gecheckt habe. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Allerdings kriegt ihr jetzt mal wieder etwas mehr Licht als vorher. Denn so abgedunkelt ist er dann doch nichts für die Orchideen. Die vertragen zwar wenig Licht oder kommen damit zurecht, ne? Aber irgendwann blühen sie dann eben einfach nicht mehr. Das ist so, ne? So ist das dann. So, okay. Ansonsten sieht es aber richtig knackig aus. Ja, wir haben noch einen Frauenschuh. Eine Orchidee. Hier mal pH-Wert von 7,2 und Mikrosiemens-Wert von, ist wieder ausgegangen, von 620. Das passt natürlich gar nicht. Überhaupt nicht. Auch hier habe ich tatsächlich des Öfteren mal schon die 500er Variante dabei gekippt. Und das war dann wohl doch zu viel für das Schätzchen hier. So, warte mal, den können wir auch mal sauber spülen. Jetzt ist der Schmand unten drin. Manchmal ist das besser, ne? So, dann haben wir den auch das erste Mal tatsächlich gecleant. Okay, gut zu wissen.
Oh Mann, ich sage dir, du. So, da kommt er jetzt rein hier in sein Töpfchen. Und was machen wir jetzt? Jetzt gießen wir einfach mal nur reines Wasser hinterher. Dann spülen wir das Ganze ein bisschen durch. Und morgen oder übermorgen messe ich dann nochmal nach, was gegeben ist, wie es dann Tatsache ist. Ich wollte aber auch mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich tatsächlich mit 500 das Ganze gieße und dünge. Wir sehen, der Wert ist schon etwas angestiegen. Aber eigentlich noch moderat, muss ich sagen. Von daher hat das soweit ganz gut funktioniert. Und er hat ja nun eine kräftig schöne grüne Farbe. Richtig schöne grüne Farbe, muss ich sagen. Aber auch die hat tatsächlich noch nicht geblüht, macht auch noch nicht den Anschein, das zu wollen. Von daher reicht das für heute. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald aus dem Reich der Pflanzen. So, siehst du, wir haben ein paar alte Sachen auch mit abgearbeitet wieder. Zwischendurch muss das mal sein. Nicht, dass wir das komplett vernachlässigen. Gerade bei den Orchideen, bei den Frauenschuh-Orchideen, die haben ja damals so wunderschön geblüht, ne? Aber jetzt lange Zeit gar nicht mehr. Aber nun ja, sie müssen ja auch erst wieder wachsen und dann dementsprechend. Ne? Und das ist übrigens das Schätzchen, was wir damals gerettet hatten. Ne? Der sitzt bombenfest hier im mineralischen Substrat. Bombenfest. Auch die hier. Die sitzen richtig fest. Also die sind ordentlich. Moment, jetzt. Halt. Oh. Ja, gut, dass ich den auch mal gezogen habe. Hier sieht das nämlich gar nicht gut aus. Siehst du wohl. So kann es gehen. Ja, okay. Das heißt im Klartext, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Der hat gar kein Wurzelwachstum. Ja, mal interessant, dass der noch lebt. Also hier müssen wir wohl doch Hand anlegen und das Ganze anders handhaben. Ich ziehe ihn trotzdem mal raus. Ich ziehe ihn trotzdem mal raus. Mal gucken, was Tatsache gegeben ist. So wie es halt manchmal, ne? So, aber der hat gut Wurzeln. So, komm mal raus hier. Komm mal bitte raus hier. Da wollte ich einfach jetzt Feierabend machen, ne, und dann zack, bumm. Ja, okay, da hat eine große Wurzel. Also was ich jetzt mache, ich packe die erstmal ins Wasser. Und dann würde ich sagen, beenden wir das hier bei dem Projekt mit dem mineralischen Substrat. Also mit dem, das ist das Gröbere gewesen. Ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ist jetzt so, haben wir jetzt so mitgenommen. Oh mein Gott, kippe ich hier gleich die Gießkanne um. Ist aber nicht so tragisch, dann weiß ich das jetzt wenigstens und kann dann dementsprechend eingreifen. Aber das ist jetzt echt mal, ja, sehr überraschend, muss ich sagen sogar. Okay, ja, da habe ich jetzt keine Idee, wieso, weshalb, warum das so passiert ist. Aber gut, dass wir das jetzt zufällig mal rausgekriegt haben, ne? Einmal dann rumzuppeln und dann weiß Bescheid. Okay, ja, dann, wie gesagt, komm ins Wasser und dann machen wir nächstes Mal damit weiter. Okay.